Kurz zusammengefasst hat Leon Lovelock ein Statement zu seinem Corona-Verschwörungstheorie-Video rausgehauen, zu dem ich ja auch reagiert hatte. Und der hat das Verschwörungsvideo offline genommen und hat ein Statement. Dieses Statement ist sehr lang und deswegen kann ich auch nicht auf alles eingehen, sonst geht meine Story wieder 200 Jahre. Ich habe die wichtigsten Kernpunkte für mich rausgenommen, Eckpunkte, in denen ich aufzeige, was mein Problem auch mit diesem Statement ist. Und ich mache das in Form von Ausschnitten aus seinem Video und da gehe ich dann im Detail darauf ein. Natürlich ist es nicht das Ganze, wie gesagt, dazu zieht euch einfach gerne sein ganzes Video rein. So, jetzt geht's los. Ach so, und was ich vorweg noch sagen möchte, es ist immer noch kein Hass gegen ihn, ich habe nichts persönlich gegen ihn, aber der Grund, warum ich auf sein Video die Corona-Verschwörung reagiert habe, ist immer noch vorhanden, es hat sich nicht verändert und ich will im Prinzip sagen, ich glaube nicht, dass er verstanden hat, was das Problem war. Ich glaube nicht, dass er das, was eigentlich das Problem war, wirklich eingesehen hat. Und deswegen fühle ich mich auch verpflichtet, nochmal zu reagieren. Die Menschen, die mich wirklich verstehen wollen, da ist noch ein bisschen Erklärungsbedarf hinten dran. So, und das möchte ich in dem Video einfach tun. Ja? Bitte guckt das Video bis zum Ende. Bitte bewertet oder schreibt noch nicht, wenn ihr jetzt an dem Punkt seid, sondern wartet erstmal ab, was ich zu sagen habe, und dann könnt ihr gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben oder das Video so bewerten, wie ihr es für richtig haltet. So, das habe ich auf jeden Fall gemacht und ich will auch fair sein, das empfehle ich euch auch. Guckt euch auch sein ganzes Video an, das dürfte das Aktuellste auf seinem Channel sein. Ja, und er sagt ja auch, man soll es bewerten und kommentieren am Ende und genau das habe ich gemacht. Weiter. Ich möchte als allererstes auf die Aussage eingehen, die, glaube ich, am meisten polarisiert hat, die, glaube ich, die meisten Leute gestört hat, die am meisten angeeckt hat. Und das war die Aussage, dass ich gesagt habe in dem Video, wenn die sagen, bleib zu Hause, dann gehe ich raus. Und ich möchte, bevor ich jetzt weiterrede, mich von ganzem Herzen bei allen Menschen, die das falsch verstanden haben, entschuldigen. Bei allen Menschen, die vielleicht durch diese Krise, durch diesen Virus Menschen verloren haben. Oder irgendwie Verwandte haben, Bekannte haben, die in Gefahr schweben gerade deswegen. Bei dem möchte ich mich von ganzem Herzen entschuldigen. Das war nicht so gemeint. So, das habe ich gesehen und das fand ich auf jeden Fall sehr positiv. Da dachte ich, Respekt, wie ein Mann zu seinem Fehler gestanden oder zu seinem Video, was in die falsche Richtung ging. Aber leider musste ich relativ schnell feststellen, dass es sich eigentlich bloß darum handelte, dass er den Leuten erklären wollte, dass er falsch verstanden wurde. Ich lasse mir nicht vorwerfen, dass ich durch meine eigene Gemütlichkeit andere Menschen, andere Individuen gefährden werde. Ich lebe seit 2 Jahren komplett vegan. Ich nehme keine tierischen Produkte zu mir. Ich habe seit 6 Jahren kein einziges Stück Fleisch. So, jetzt frage ich mich zwei Dinge. Erstens, warum lässt du dir das nicht vorwerfen? Du hast doch einen Fehler eingesehen, du hast dich doch entschuldigt bei den Leuten, die betroffen sind oder für die das schlimm ist, dass du die Leute dazu aufgemuntert hast, indem du gesagt hast, du gehst raus. Wenn deine Entschuldigung ernst gemeint war, dass diese Aussage ein Fehler war, warum lässt du dir das dann nicht vorwerfen? Und die zweite Sache, die ich mich frage, ist, du erwähnst extra, dass du vegan bist, was vollkommen legitim ist, sei vegan. Aber du erwähnst es im selben Atemzug damit, dass du es dir nicht vorwerfen lässt, dass du egoistisch wärst. Das heißt also, bin ich jetzt egoistisch, weil ich die letzten 6 Jahre Fleisch gegessen habe? Frage ich mich. Sind jetzt Menschen, die Fleisch essen, rücksichtslos? Also ich esse zum Beispiel Fleisch, aber ich habe niemanden dazu aufgefordert, rauszugehen. Egal wie du es gemeint hast, ich glaube dir ja, dass du es vielleicht nicht so gemeint hast, aber ich habe das nicht gemacht und ich esse Fleisch. Glaub mir, ich weiß, dass ich in dem Video die Aussage falsch getätigt habe. Ich weiß, dass ich in dem Video sehr emotional war, dass ich mich in dem Video von meinen Emotionen und von meinen Gefühlen habe leiten lassen. Ich weiß, dass ich mit dem Video ein bisschen sogar vielleicht übers Ziel hinausgeschossen bin. Ja, und ich weiß, dass ich daraus gelernt habe. Ich weiß, dass ich nicht perfekt bin. Ich weiß, dass ich ein Mensch bin, der Fehler macht. Das bin ich wirklich. Ich mache Fehler. Ich mache sehr, sehr viele Fehler. Aus diesen Fehlern wachse ich aber. Aus diesen Fehlern werde ich größer. Aus diesen Fehlern werde ich stärker. Und ich sehe diese Fehler ein. Ich bin ein sehr selbstreflektierter Mensch, der sich jeden Tag darüber Gedanken macht, was habe ich heute richtig gemacht, was habe ich falsch gemacht. Und alles, was ich falsch gemacht habe, will ich morgen besser machen.
So, du sagst, du hast die Fehler eingesehen und du lernst aus denen und wirst daraus stärker, aber du sagst gleichzeitig auch, dass du übers Ziel hinausgeschossen bist. Was ist übers Ziel hinausschießen? Übers Ziel hinausschießen ist eigentlich nur ein bisschen daneben liegen. Wie man an deinem späteren Video sieht, auch an den Ausschnitten, die ich noch poste, meinst du damit eigentlich einfach bloß, dass du dich ein bisschen im Ton vergriffen hast? Verstehst aber nicht, dass die Kernaussagen, die du getätigt hast, das eigentliche Problem sind. Und dass sich an deinen Kernaussagen deines Videos gar nichts verändert hat. Also nämlich daran, dass du glaubst, dass das alles eine Verschwörung ist, eine Vertuschung, um davon abzulenken, dass der Staat was ganz anderes vorhat. Dass die Leute also Angst haben müssen, dass der Staat lügt. Das hat sich Ich möchte einfach jetzt nochmal sagen, ja, ich zweifle den Ursprung dieses Viruses an. Ich zweifle die Interessen der Bundesregierung an, offiziell. Ich zweifle die Interessen anderer Regierungen an. Ich bin so einer. Ich glaube nicht alles, was mir in den Medien präsentiert wird. Ich glaube nicht alles, was mir von der Regierung präsentiert wird. Ich glaube nicht alles, was Menschen mir sagen. Ich zweifle das immer an. Und ich glaube daran, dass es Politiker gibt, die diese aktuelle Lage jetzt gerade nutzen, um uns Gesetze reinzudrücken, um Dinge durchzusetzen, umzusetzen, die vor 3 Wochen noch extrem schwer gewesen sind. Da glaube ich wirklich dran. Das macht mich aber noch nicht zu einem Verschwörungstheoretiker. Also erstens doch, das genau das macht es. Es macht dich zu einem Verschwörungstheoretiker. Ich habe den Verdacht, dass du bist ja intelligent, du hast Abitur gemacht, studiert, das spreche ich dir überhaupt nicht ab, zweifelsohne, aber du scheinst diesen Begriff nicht richtig verstanden zu haben. Das merkt man auch im weiteren Verlauf des Videos, weil du die unterschwellige Definition von Verschwörungstheoretiker, die man bei dir raushört, auch immer wieder veränderst in dem Video. Denn ein Verschwörungstheoretiker, der stellt die Theorie von konspirativem Verhalten auf. Das heißt, er stellt die These auf, er vermutet, dass theoretisch zum Beispiel die Regierung die Hysterie um diesen Virus aus, um, so wie du behauptest, Gesetze durchzuboxen, die sonst nicht möglich gewesen wären. Das ist eine Theorie, solange du keine Belege dafür hast, was du nicht hast. Und deswegen ist es nur eine Theorie. Und deswegen macht dich das definitiv zum Verschwörungstheoretiker. Das darfst du aber. Du darfst davon auch fest überzeugt sein. Ich würde sogar dafür kämpfen, dass du das äußern darfst. Aber ich darf dich dafür auch kritisieren. Und das tue ich. Und das ist nämlich für mich das wirklich Gefährliche. Natürlich, und das habe ich auch gesagt, fand ich es katastrophal, dass du den Leuten ein schlechtes Vorbild abgegeben hast, indem du gesagt hast, wenn man dir sagt, du sollst zu Hause bleiben, gehst du raus. Aber es ist nicht damit getan, dass du davon zurücktrittst. Deine Inhalte in deinem Video, die waren noch viel schlimmer. Denn diese Theorien von dir, und mehr sind es nicht, müssen es auch nicht sein, aber es sind Theorien, die verkaufst du deinen Zuschauern als Fakt. Das hast du in dem Video mehrfach gemacht. Du hast gesagt, das Video ist nicht tödlich. Das ist Fakt. Und es ist eben nicht Fakt. Das vermittelt den Leuten einfach das Gefühl, dass es eigentlich gesichert sei, dass diese Regierung uns alle belügt. Und das verunsichert die Menschen extrem. Das macht ihnen Angst. Und das halte ich für gefährlich, weil, wie ich gesagt habe, aus Angst entsteht Hass und Wut. Nebenbei gesagt, ich glaube auch nicht alles, was mir gesagt wird. Aber ich, im Gegensatz zu dir wahrscheinlich, wende das nicht nur auf die Regierung an, sondern auf alles. Also glaube ich auch nicht dir alles, was du sagst. Und zweifle auch an, wenn es Grund für Zweifel gibt, Belege. Ich bin nicht der Einzige, der kritisch der ganzen Situation gegenüber ist. Es gibt tausende Wissenschaftler, Doktoren, belesene Menschen, die diese ganze Situation kritisch hinterfragen. Sind die alle verrückt? Sind die alle dumm? Sind die alle unbelesene Vollspastis, die nicht wissen, was sie reden oder was sie sagen? Also erstens habe ich das nie gesagt, habe ich zum Beispiel auch nie bei diesem Dr. Wodak gesagt. Ich wüsste auch gar nicht, warum ich das sagen soll. Und trotzdem auch an dich die Frage, nur weil man belesen ist, kann man nicht falsch liegen? Nur weil man kein Vollspasti ist, kann man sich irren? Und eine noch wichtigere Frage, weil du sagst ja, es gibt tausende Wissenschaftler, die das kritisch hinterfragen. Und auch wenn du das falsch formulierst, aber du meinst damit, dass sie das anzweifeln mit dem Virus. Ich würde auf jeden Fall echt sehr gerne von dir die Liste mit diesen 1000 Wissenschaftlern, seriösen, halbwegs glaubhaften Wissenschaftlern sehen, die anzweifeln, dass der Coronavirus so abläuft. Also, dass die Sachlage sich so darstellt, also so ist, wie sie dargestellt wird.
Aber scheiß mal drauf, sagen wir, es gibt 1000 Wissenschaftler, die das anzweifeln. Denn die wichtigste Frage, die man dir jetzt zurückstellen kann, egal wie viele Wissenschaftler das anzweifeln sollten, mindestens 100 bis 1000 Mal so viele Wissenschaftler bestätigen es. Jetzt die Frage an dich, sind die alle unbelesen? Sind die alle Spaß? Oder um es mit meiner Art und Weise zu fragen, hast du Gründe, denen nicht zu glauben? Hast du irgendwelche Belege gefunden, die all diese Wissenschaftler vom Robert-Koch-Institut, von angesehenen Instituten woanders widerlegen? Mit diesen Aussagen, die ich getätigt habe, wollte ich einfach nur sagen, dass wenn es soweit ist, dass Gesetze, wie es in Dänemark umgesetzt wurde, das blende ich jetzt ganz kurz ein von Dirk Miller, das muss ich einblenden. Dass wir aus Dänemark hören, was wir aus vielen Bereichen hören, sind keine schönen Entwicklungen, was die Gesellschaft angeht. Wir bekommen Zwangsgesetze in Dänemark dramatischer Art. Dort wurde ein Gesetz beschlossen, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Dort kann jetzt die Regierung Zwangsuntersuchungen anordnen, Zwangsimpfungen, Zwangsbehandlungen. Die können mit ihnen machen, was sie wollen, laut diesem Gesetz. Und dazu können auch eingesetzt werden die Polizei, das Militär und zivile Sicherheitsdienste. Das heißt, hier könnten Söldnertruppen beauftragt werden, sie aus ihrem Haus zu holen und ihnen eine Spritze zu setzen. Meine Damen und Herren, was hier gerade passiert, die Aussetzung der Bürgerrechte, Hausarrest der kompletten westlichen Gesellschaft, Berufsverbot für die komplette westliche Gesellschaft. Eingriffe in die persönlichsten Freiheiten und körperliche Unversehrtheit der westlichen Gesellschaft. Meine Damen und Herren, ich glaube, uns ist gar nicht klar, was hier gerade sich entwickelt und was hier auf uns zurollt. So, und ich versuche anhand von dem Beispiel jetzt aufzuzeigen, warum auch in dem Fall einfach extrem gefährlich und fahrlässig ist, was du da machst. Du nimmst dort nun eine Aussage, ein Zitat von einer Person, diesen Dirk Müller. Ich beurteile diesen Mann und seine Qualifikation über dieses Thema zu reden überhaupt nicht. Ich beurteile einfach nur das, was er hier sagt und wie seriös das verwendbar ist als Beleg für deine Thesen oder deine Theorien. Und gerne, wenn ich den Punkt hier ausgeführt habe, einfach zurück swipen und nochmal anhören, was er gesagt hat. Und dann merkt ihr, dass ich recht habe. Er redet anfangs von Dänemark, was dort passiert ist, was da für ein Gesetz eingeführt wurde. Er redet davon dort. Dort wurde das gemacht. Dieses Gesetz wurde jetzt beschlossen, dass die jetzt einfach kommen können und dich zwangsbehandeln und zwangsimpfen. Das ist scheiße, das gefällt mir auch nicht. Das klingt auf jeden Fall auch ganz. Nur der springende Punkt ist, wir leben in Deutschland, Alter. Also jetzt mal ganz im Ernst, in den USA gibt es die Todesstrafe, in Großbritannien fährt man auf der linken Seite und gibt es Monarchie. Was interessiert mich das? Ich lebe in Deutschland. Und natürlich leben wir in der EU und sind auch vernetzt, aber jedes Land hat ja auch zum Beispiel selbst entschieden, ob und wann Ausgangssperren verhängt werden. Das ist ja hierzulande auch noch nicht überall der Fall. Man könnte jetzt zwar befürchten, ja, bei denen wurde das gemacht, das könnte bei uns auch passieren. Was dieser Dirk Müller aber macht, ist, er sagt erst, dort wurde dieses Gesetz beschlossen, die können das jetzt machen. Und dann plötzlich schlägt er um und redet einen Satz später davon, ja, hier kann jetzt das und das gemacht werden. Hier kann man jetzt mit dem Militär aus der Wohnung rausgeholt werden und zwangsgeimpft werden. Das ist zwar faktisch basierend auf seinen Sätzen nicht falsch, weil mit hier meint er natürlich nicht hier Deutschland, sondern Dänemark, aber es ist einfach sehr stark suggestiv, es ist manipulativ, es gibt den Zuhörer. Ja, scheiße, wir werden jetzt hier zwangsgeimpft. Danach redet er noch vom Berufsverbot. Das ist auch komplett irreführend. Wir haben hier kein Berufsverbot. Wir haben hier einen Stillstand des Alltags. So, alle mussten aufhören. Das ist kein Berufsverbot. Das Wort Berufsverbot per se, wenn man das Wort einfach nur nimmt, das ist unbegrenzt. Das heißt also, du hast ein Verbot in deinem Beruf, du darfst da nicht mehr arbeiten, unbegrenzt. Und das stimmt ja gar nicht. Das ist ja nur temporär, also nur so lange, bis diese Phase überstanden ist. Das ist einfach sehr irreführend.
Und am Ende redet er noch von Einschränkungen der Freiheit, der Persönlichkeitsrechte in der westlichen Welt. Also er nimmt ein Gesetz in Dänemark, er nimmt ein angebliches Berufsverbot und bringt es zusammen mit Freiheit, also mit Eingriff in die Freiheit der westlichen Welt. Und das ist alles natürlich sehr raffiniert formuliert, weil der Typ ist schlau, gebildet und sagt auch richtige Sachen. Aber in dem Fall ist es irreführend und als Zitat für dich, Leon, einfach völlig ungeeignet und gefährlich. Denn auch das macht für den Zuhörer einfach wieder nur eins. Es macht ihm Angst. Es gibt ihm das Gefühl, Alter, die sind alle Lügner. Die Regierung will uns etwas Schlimmes antun. Das verbreitet Angst und Wut und im Schlimmsten. Für mich sind die Leute, die alles fressen, was die Medien uns sagen, die alles fressen, was die Regierung uns sagt, für mich sind das Verschwörungstheoretiker. Und ich möchte jetzt an der Stelle auch nochmal sagen, alle sind jetzt gerade motiviert. Jeder ist jetzt gerade richtig motiviert zu sagen, stay at home. Wir bleiben alle zu Hause, wir sind solidarisch, wir helfen den älteren Menschen, wir helfen den jüngeren Menschen, wir halten alle zusammen. Dass diese Menschen, wenn diese Ausgangssperre nicht nur 2 Wochen geht, sondern vielleicht 3 Monate, vielleicht 1 Jahr, vielleicht 2 Jahre, dass auch genau diese Menschen anfangen werden, Verschwörungstheorien aufzustellen, sich zu fragen, was passiert da eigentlich wirklich? Ist das überhaupt noch echt? Ich meine, ich bin jetzt hier 2 Jahre zu Hause, ich darf nicht rausgehen und irgendwie, keine Ahnung, machen die gerade was, was irgendwie doch nicht das ist, was die uns sagen? Ich glaube schon, dass dann einige Menschen auch anfangen werden zu hinterfragen. Einige Menschen anfangen. Also das ist jetzt erstens mal auch eine Stelle, wo ich einfach wirklich bezweifle, dass du irgendwie weißt oder dich irgendwie entschieden hast, was ist denn jetzt ein Verschwörungstheoretiker? Ist das was Positives oder ist das was Negatives? Für mich übrigens nicht, weil auf der einen Seite sagst du, dass die, die alles fressen, also das sind die, die einfach mal glauben, was im Mainstream-Medien kommt, also die fressen das einfach bloß, die sind eigentlich die Verschwörungstheoretiker. Am Schluss sind aber dann die Leute, die anfangen zu hinterfragen, was du da am Ende sagst, was du auch von dir selbst sagst, dass du hinterfragst, sind dann die Verschwörungstheorien aufstellen. Also wer stellt denn jetzt Verschwörungstheorien auf? Ich verstehe es nicht. Die, die alles fressen oder die, die hinterfragen? Und was da dann noch dazu kommt, ist, dass du da schon wieder eine Theorie aufstellst, nämlich dass du allen Ernstes denkst, dass die Ausgangssperre 2 Jahre gehen könnte. Also abgesehen davon, dass ich das einfach wahnsinnig finde, dass du das ernsthaft glaubst, wenn du das wirklich glaubst, ist das auch wieder eine Sache, die den Menschen einfach Angst macht. Die Leute haben Angst, 2 Jahre zu Hause bleiben zu müssen. Und das ist nämlich genau der Grund, warum ich hier nochmal reagieren musste auf dich, weil ich finde das wirklich respektabel von dir und ich spreche dir da auch meinen Respekt aus, dass du für diese völlig überzogene Formulierung dich entschuldigt hast, dass du rausgehen willst. Aber dass du weiterhin, auch in diesem Video, obwohl du dich anfangs noch entschuldigst und man denkt, dass du einsichtig bist, trotzdem weiter Thesen deinem Zuschauer vermittelst als eigentlich fast schon Fakt, ist brandgefährlich. Denn, und ich kann es nicht oft genug sagen, der Zuschauer bekommt dadurch Angst. Er bekommt die Sorge, dass alles hier eine Lüge ist, der Staat, die gewählte Regierung, dass die uns alle verarschen. Das erzeugt beim Zuschauer Angst und Angst erzeugt Hass und Wut. So, und an der Stelle möchte ich euch allen etwas ans Herz legen. Allen, die ihr mir zuschaut, ich möchte euch eine Sache klar machen. Ihr habt alle einen Partner auf eurer Seite, der euch in dieser Zeit hilft, in der man nicht mehr weiß, was man glauben soll. Jeder kann euch viel erzählen, vieles kann man manipulieren, aber eine Sache kann man nicht manipulieren. Eine Sache ist auf eurer Seite, ein Partner ist mit euch und wird euch die Wahrheit am Ende zeigen und das ist die Zeit. Wenn ich euch nicht überzeuge, dann lasst euch wenigstens von der Zeit überzeugen. Denkt an meine Worte. Reden wir schon diesen Herbst über dieselben Themen, dann werdet ihr sehen, dass das meiste davon einfach nur Hirngespinste war. Ich möchte mit all den Leuten, das ist eine Ansage, das ist nicht beleidigend gemeint, auch nicht respektlos. Ich respektiere alle meine Kollegen und andere Menschen, die sich zu dem Thema äußern, aber ich möchte all diese Leute hören, diesen Herbst, wenn wir diesen Herbst keinen Krieg hatten, wenn das Bargeld nicht verschwunden ist oder sonst keine unglaublich freiheitseinschränkenden Gesetze gekommen sind in der Mehrheit, dann will ich, dass ihr dafür Rede und Antwort.
Und in diesen Zeiten, in denen so viele Leute sich Sorgen machen und nicht wissen, was die glauben sollen, die mich anschreiben, Jay, ich weiß nicht, was soll ich jetzt glauben und was nicht. Leute, macht euch keine Sorgen, die Zeit wird die Wahrheit ans Licht bringen. Wartet einfach ab. Also jeder Fehler, den man macht, der bringt einen weiter, daran wächst man. Ich glaube sowieso, dass wir so viele Fehler machen sollten wie möglich, um einfach weiterzukommen, um zu wachsen, um besser zu werden, stärker zu werden. Dadurch, dass ich halt in der Öffentlichkeit stehe, strecken sich diese Fehler noch ein bisschen länger und die Leute hacken noch länger darauf rum. Aber ja, ich habe daraus gelernt. Ich bin besser geworden, ich bin stärker geworden, ich bin weitergekommen. Weil ich reflektiere das auch alles so. Ich höre mir das an, was ihr zu sagen habt. Ich höre mir nicht alles an, aber ich höre mir viele Dinge an. Ich gucke mir das an, ich frage mich selber, was hast du falsch gemacht, was hast du richtig gemacht? Ich frage mich so lange, bis ich den richtigen Weg gefunden habe, so, der mir ein gutes Gefühl gibt. Ja, lieber Leon, wirklich von Herzen ehrlich gemeint, vielleicht hörst du dir das hier an, vielleicht bekommst du das ja mit, vielleicht ziehst du dir das rein und vielleicht hilft dir das auch dabei, daran zu wachsen, weil ich das auch wirklich nur gut meine. In diesen Zeiten, die so noch niemand von uns jemals vorher erlebt hat, weder wir noch unsere Väter oder Großväter, brauchen die Menschen Vorbilder, die ihnen Halt geben und nicht Angst. Und deswegen möchte ich mit deinen eigenen Worten. Nutzt die Zeit, um Zeit mit eurer Familie zu verbringen, um gesund zu sein. Nutzt die Zeit einfach, um eine Reflexion für euch zu machen. Und ganz, ganz wichtig, Freunde, was mir noch ganz wichtig ist, bitte, habt keine Angst. Weil Angst hemmt euch. Hemmt euch, ihr selbst zu sein. Das sehe ich wirklich 100% genau wie du. In diesem Sinne, Leute, wenn ihr mir noch nicht folgt, dann folgt mir jetzt auf Instagram. Freut euch, denn morgen vielleicht schon, aber vielleicht sonst in den nächsten Tagen.